Moin moin meine lieben YouTuberinnen und YouTuber, euer No Orange heißt euch herzlich willkommen zum Star Wars Unboxing Mittwoch mit 7 Booster der Star Wars Movie Serie 2. Babam! So, wollen wir gleich loslegen. Ihr kennt das Prozedere, erst werden wir die Booster öffnen, die Karten uns natürlich noch nicht angucken. Das machen wir, nachdem wir die Karten geöffnet haben. Das geht ja relativ fix immer bei mir, das wisst ihr ja. Es sind übrigens immer nur 5 Karten drin, nicht wie bei Panini, da sind 6 drin. Trotz allem sind die Karten richtig, richtig geil. Also die Star Wars oder HeroTex-Reihe, die ist einfach nur phänomenal gut. Freue ich mich immer wieder drüber. So, zack. Auch da bin ich ja schon relativ weit, weiß ich gar nicht. Aber ich habe ja da auch schon mehrere Unboxings gemacht. Ich glaube, ich habe auch nur noch ein paar Booster über. Also da ist nicht mehr viel da. Ich glaube, für ein Unboxing noch und dann ist das Thema durch. Dann müssen wir uns was Neues suchen. Habe ich aber auch schon in der Mache. Dann geht es in die Clone Wars-Ecke wieder rein. Aber nicht zu Trade Cards, sondern zu den Stickern. Auch da freue ich mich schon tierisch drauf. Ansonsten, die Karten selber hier werdet ihr ja gleich selber sehen, wenn ihr es nicht schon gesehen habt, sind einfach richtig geil. Es lohnt sich eigentlich. Ich gucke immer wieder gerne Unboxings, auch wenn ich die Karten selber schon hätte oder so, oder mich daran erinnere, die hatte ich ja schon, aber dann die Erinnerung, boah, geile Karte, ja, weiß ich auch noch, oder das ist schon einfach cool. So, ausgepackt haben wir sie, zoomen wir noch ein bisschen ran, dass ihr sie noch besser sehen könnt. Klack. Los geht's, Rückseite. Auch die super gehalten, einfach klasse. Separatisten, Sith, dann weiß man sofort Bescheid, also in welche Richtung es wo geht. Und es geht zu Darth Vader als Starkarte. Na, das ist mal ein Beginn, wie ich ihn liebe. Gefolgt von einem Kanzler der Republik. Wer ist denn das wohl? Ja, der Palpatine. Die Karte sieht ja auch geil aus. Ist das ein Fehldruck? Egal. Gucken wir weiter. Todesstern-Droide. Ja, diese insektenartigen Dinger. Gefolgt von einem Offizier des Imperiums. Und zwar Moff Gergerot. Oder Gergerot. Ein Kopfgeldjäger. Django Fett. Django Fett. Der Papa von Boba Fett. Ein Republik. Eine Force-Meisterkarte. Bam, 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 bam. Und zwar Obi-Wan. The Man Kenobi. Die Force-Meisterkarten sehen auch richtig, richtig fett aus. Ein Musiker. Und da haben wir Rapper Tuny. Richtig. Die Musiker finde ich sowieso. Diese ganzen Musikbands, die es da gibt. Ich glaube, 2 Stück gibt es ja bei der Movieserie. Die sind einfach nur phänomenal geil. Der medizinische Droide 2-1b. Gefolgt von der Force Attacks Karte. Da muss man mal gucken. Haben sie ja immer noch nicht so gut gelöst, weil da haben sie, glaube ich, immer 4 Karten von gehabt oder so. Völlig bekloppt. Malakiri von den Klatonianern. Ich finde zum Beispiel die ganze Aufmachung und alles doch etwas besser als bei Star Trek. Ich finde zwar die Tiefe, was die Figuren betrifft, bei Star Trek besser, aber so insgesamt von der Ausstattung finde ich doch die Star Wars Dinger irgendwie stylischer. Hier ein Duell zwischen Obi-Wan Kenobi und Darth Maul im Duell der Macht. Oh, das sieht auch geil aus. Ein Fahrzeug, der Nemolianische Shuttle. Im Hintergrund ein Mond, da ein Planet, da hinten noch mehrere Monde oder Planeten. Einfach nur diese ganzen Gimmicks, die man sich da überlegt. Das ist so genial. Dann haben wir auch Mon Calamari, ein Pilot. Es ist eine Falle. Ach nee, das war der Admiral. Der Admiral sagt, es ist eine Falle. Anakin Skywalker, bevor er zu Darth Vader wird. Auch da schon doch mit den etwas böseren Blicken, muss man ganz klar sagen. Eine Droidensonde, also ein Aufklärungs... Ja, wie man das hier jetzt kennt. Die Sonden, die hier durch die Gegend fliegen, die man sich auch kaufen kann. Forcemeister, Count Dooku. 2 Forcemeister-Karten. Ja, wie geil ist das denn? Noch eine schöne Star-Karte war mit dabei. Das lässt sich doch mal richtig gut an. Hyperdrive Booster Ring. Ja, die Dinger sind ja an den Jedi-Ritter-Jägern immer dran. So können sie mit ihren Jägern in den Hyperraum, also große Reisen machen, lassen diesen Ring dann irgendwo abgeworfen liegen, fliegen dann weiter im inneren Planetenbereich und wenn sie wieder mit einem Hyperraumflug weg wollen, fliegen sie wieder hin und nehmen das Teil auf. Hier einer von den Klonkriegern, ein ganz normaler 0815 Klonkrieger hier, als Wilder bezeichnet, ein Tusken-Räuber, kann man durchaus so sagen. Ja, eine sehr brutale Truppe, die lassen nicht viel übrig, was ihnen über den Weg läuft, muss man ganz klar sagen. Wiki, eine Skiff-Wache, das sind die Wachen, die auf diesen
Raumgleitern in der Wüste sind, wo von Jabba the Hutt, genau, von Jabba the Hutt, hier ein Barada-Klatonianer, gefolgt von Depa Bi, wie heißt die? Bilava, als Jedi-Ritterin. Das hat mir irgendwie kein Jedi-Ritter-Feeling, wenn ich die sehe. Die sieht mir irgendwie zu aus. So, Okay, Separatisten Strike Force Karte. Tja, der böse, böse, böse. Das sieht ja richtig geil aus. Das sieht eher aus wie Karneval, so Verarschungsbild. Taskenfrau. Oha, die sind ja mal voll verschleiert. Erinnert ein bisschen an, wenn man die Tasken sich jetzt so überlegt, hat das vielleicht irgendwas so eine Abhandlung zum IS zu tun damit? Das sei jedem selber überlassen, aber könnte vielleicht so rüberkommen. Die Amerikaner haben da ja so ein bisschen komische Ideen. Drei Duin-Jäger zumindest, zum Beispiel die ganzen imperialen Truppen sehen immer so aus oder sahen so aus wie Wehrmachtssoldaten zuerst. Eine Zusatz-Powerkarte, es glitzert wieder. Mace Windu und Obi-Wan Kenobi. Duell der Machtkarte. Oh, ich glaube, die hatten wir eben schon. Genau die. Ein Pilot der Allianz. Ey, nö. Republik Pirata. Ah, cool. Mal was anderes. Sly Moore. Bäh. Hässliches Viech. Ja, Geschmäcker sind verschieden. Die finde ich zum Beispiel richtig cool. Shaak Ti. Super geil geschminkt. Super geil geschminkt. Rebellen, Allianz. Noch eine Zusatzpowerkarte. Luke Skywalker und Prinzessin Leia. Und zwar oldschool. Richtig, richtig oldschool aus dem allerersten Film. Auch das hier, imperiale Schneetruppe, auch die finde ich richtig cool. Republik Feuchtfarmer, ja, das kann ja nur aus der Familie Owens sein. Owen Lars haben wir hier. Kommandosoldat. Oh, das ist auch geil, das Ding. Ein Rebel Trooper. Der ist auch cool. Imperium schlägt zurück. Zweiter Film. Auf dem Schneeplaneten sind die ja eingesetzt, wenn mich nicht alles täuscht. Okay, letzte Karte. Ein Söldner. Ein Skrilling-Söldner. Und zwar. Pote Snitkin. Das war's. Ja, dann werden wir mal eben die fehlenden Bilder noch in das Sammelalbum einsortieren. Zum Einsortieren der Karten und es sieht schon richtig, richtig gut aus. In dem Sinne geht's auch gleich richtig los. Ihr seht es schon, Seite 1 ist schon voll. Seite 2 sieht auch sehr, sehr fett aus. Auch die 3. Also die Base-Karten insgesamt. Ach, da habe ich ja noch eine. Cool. Die Base-Karten insgesamt sind schon wirklich sehr gut gefüllt. Und durch dieses Unboxing jetzt hat es nochmal einen richtigen Schwung nach vorne gegeben. Obwohl das auch nicht mehr so nötig war. Ihr seht das ja. Also ich bin eigentlich überrascht, dass es doch noch so viele Bilder wurden, die ich einsortieren konnte bei der Anzahl an, ja, bei der Anzahl an Bildern, die ich hier schon drin habe. Vor allem bei den Basekarten. Ist ja nun wirklich keine Luft mehr im Endeffekt. Da fehlen nur noch ein paar vereinzelte. Warte mal, 17, 26, hier ist die 25, die muss dann hier hin. Ja, auch da sieht es schon richtig, richtig voll aus. Dann habe ich hier die 47. So, und dann geht es ja auch gleich weiter, sozusagen mit den Machtkarten. Da habe ich auch noch eine Karte doppelt gezogen, die ich noch gar nicht hatte. Auch das ist sehr interessant, bin ich im Endeffekt gleich in die doppelten Schoße reingeraten. Aber ist ja nicht schlimm. Also auch bei dem Duell der Machtkarten ist ganz cool. Die Strikeforce-Karten seht ihr hier. Da fehlt auch gar nicht mehr so viel. Und dann geht es ja weiter mit den Star-Karten. Da habe ich jetzt dazu bekommen The Man. Mein Lieblingsbösewicht Darth Vader. Gefolgt von meinem Lieblings. Nein, nee, die Lieblingsguten sind es da nicht. Prinzessin Leia schon, Luke Skywalker nicht. So, ich finde Han Solo cooler. Na, da unten. Das ist so, die beiden. Das ist schon cooler. Okay. Andererseits, Chewie und Han Solo ist, glaube ich, das coolste Team überhaupt. Ich freue mich schon auf den neuen Film. Ja, ich weiß, ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich bin spät dran, aber ich bin immer noch am Überlegen, ob ich mir die erst angucke, wenn alle drei abgedreht wurden. 25, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2. Sodass ich wirklich abwarte, bis alle Filme weggedreht wurden. Das sind dann schon die Force-Meisterkarten. Und auch da sind zwei neue dazugekommen. 239. Es gibt ja, glaube ich, nur 240 Karten gibt es hier. Da ist der Papa von Boba Fett, kommt hier hin und dann ist Feierabend. Limitierte Editionskarten habe ich hier keine. Und das hier sind meine doppelten auch nicht so viele. Dafür, dass ich schon so viele Karten habe, bin ich eigentlich ganz zufrieden. Ja, das war's dann für heute. Euer No Orange wünscht euch auf alle Fälle noch einen wunderschönen Mittwoch. Morgen denkt an Hero Tags. Auch das wird richtig, richtig cool. Ciao, tschüss und goodbye.